die Pinguine, die sind mal lustig, genau deswegen. Aber können natürlich auch einem zum bösen Verhängnis werden. So gesehen sind das ja nicht mal Gegner. Ich kann sie nicht töten, sie können mich nicht töten, sie stoßen nur. So würde ich nicht mal wirklich als Gegner betrachten, sondern als... Naja... mitexistenzielle Wesen des Levels, die aber trotzdem hinderlich sein können. Für mich. Wieso sagt der Pfeil, da ist irgendwas oben? Okay, sterbe ich auch eiskalt? Kann ich mich auf diese Plattform hier stellen? Ja, okay, das wusste ich jetzt nicht. Die sind dann aus Super Mario Bros. 2 und da waren die... Naja, es gab immer die soliden und die, die nur im Hintergrund waren. Aber die soliden, da konnte man... Da waren die eine komplette Wand, wisst ihr? Also komplett Wand oder komplett durchgehen, aber dafür konnte ich mich auch nicht dann draufstellen. Aber auch so ein Spiel gibt einem ein Tutorial, wie man sich an einem Super Mario World Netz festhält. Okay, das Spiel sagt, geh nach da. Ich gehe natürlich in die andere Richtung. Ist ja vollkommen logisch. Ah, okay. Bringt nichts. Hm. Alles gut. Oh, fuck. Natürlich haut er den direkt voll hoch dann. Das Lustige ist ja, ich darf den ganzen Weg gleich nochmal zurück, bestimmt. Boah, das wird nicht leicht, glaube ich, oder? Okay. Gelöst. Ah, okay, das ist erstmal der Pinguin böse gewesen. Nicht böse, aber hinderlich für mich. Und da war es das zweite Mal. Okay. Dankeschön. Das ist ja nett. Und ich sterbe sogar noch. Bonus. Und ich sterbe nochmal. Bonus. Und ich sterbe ein drittes Mal. Drei verschiedene Sachen innerhalb von 3 Sekunden. Bonus. So. Noch was anderes. Noch was anderes. Safe State. Bitte tötet mich mal eine Sekunde lang nicht. So, jetzt muss ich da irgendwie hoch. Nein, zu spät. Da sind wir. Und ich sterbe trotzdem. Okay. Checker, yeah. Checkpoint. Okay. Hab mich gewundert, dass es jetzt zum Schluss noch gut ausging. Ich dachte, irgendwas würde mich nochmal treffen. Ah, okay, ich hätte nicht springen dürfen. Ja. Okay, Mr. Penguin, hier sind echt viele Stacheln unterwegs, so. Oh. Wo bin ich hier? Ich bin wieder irgendwie das halbe Level zurückgelandet. Ja, okay. Nein, ich darf nicht springen, wenn der da steht. Also irgendwie funktioniert das nicht. Eigentlich ja gar nicht mal so schwer, ich stelle mich nur echt dumm an irgendwie. Okay, scheiß auf diese Blume da oben. Tja, ich hätte es fast geschafft. Yeah, wir sind raus. Was hat es jetzt mit diesem Switch da auf sich gehabt? Da war gar nichts mehr, ne? Ah. Und hier endet der Spaß, denn das nächste Level von Freezy. Was? Freezy? Das sehe ich jetzt. Das Peak 3 hat nämlich einen Secret Exit wieder. Yay. Wow. Okay, wir fangen von hier oben an. Okay, ich sehe es kommen. Eine rote Münze regnet irgendwo, wo man es überhaupt nicht mehr erwartet. Nämlich jetzt, wenn ich nach links laufe, oder? Ja, okay. Hier regnen wirklich Sachen, wenn ich wieder zurücklaufe. Eine rote Münze ist eh dabei. Ich sammle mal alles. Weil ich glaube, das sind halt die Sachen, die nochmal zurück, also nochmal neu spawnen. Die ich nicht gesammelt habe, einfach. So, und ich wette, die Vollblumen muss ich auch um jeden Preis behalten, weil ich damit bestimmt irgendwas aufmachen muss gleich. Hier ist nichts, ne? Okay, gut.
da unten was? Vollblume sagt, da ist nichts. Also wenn die Kamera nicht irgendwo hinscrollt, heißt das ja, dass ja eigentlich auch nichts sein kann. Okay, super, das war eine. Eine ziemlich versteckte, aber ich habe sie jetzt mal bekommen. Oh, cool. Trotzdem zwei für einen Raum. Ich weiß nicht, ist das nicht zu wenig? Schauen wir, das werden wir gleich rausfinden, wenn wir mit sechs oder so am Ende stehen und dann, ja, große Überraschung. Es fehlt tatsächlich eine Menge. Dann ist... Okay, gut. Der sieht doch lustig aus. Oh Mann. Aber ich will meine Vollblumen behalten, weil ich habe das Gefühl, ich werde sie gleich wirklich brauchen. Für irgendwas. Sage ich und verliere sie natürlich am ersten Cooper, der mir da entgegenläuft. Da ist nichts, aber hier ist... irgendwie, keine Ahnung... Ich gehe jetzt echt in dieses Loch rein. Seht ihr, weil das tatsächlich etwas. Aber dann komme ich von der Seite hin. Also auch hier könnt ihr nur... Naja, gut, das sieht man schon. Muss man fairerweise sagen. Das war jetzt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Das ist eine weitere. Schön. Und ich schaffe es sogar irgendwie. Wo lande ich hier? Na gut, die lassen mich ja wohl nichts verpasst haben, ja, weil... wäre jetzt irgendwie doch hart scheiße. Scheiße. Aber ich muss bestimmt auf das Ding drauf. Muss ich nicht. Dafür habe ich jetzt extra einen Treffer in Kauf genommen, aber okay. Da sterbe ich, okay. Hier sterbe ich wohl auch. Muss natürlich sein. Da kann ich mich da drauf schneiden, das bringt mir nichts. Das, oh, ein 8-Sekunden-Teil. So, also finde ich cool, dass man die so programmieren konnte, weil in Mario World gab es nur 1 und 4-Sekunden-Dinger. Jetzt hat man eben ein 2-Sekunden-Ding hier und ein 8-Sekunden-Teil. Da ist doch was. Hier geht's weiter nämlich, ne? Genau, okay, für eine Münze, Nummer 6. So, sei hier bitte nicht Ende mit Level. Irgendwie, ich will lieber dahin springen. Aber da ist nix. Checkpoint, ja, kann ich nehmen. Wenn ich ja mit Safe Side spiele, macht das hier keinen relevanten Unterschied. Okay, ja gut, zweimal vom gleichen Ding treffen lassen. Und ich brauche die Feuerblume. Ja, ja, ich wusste es. Genau dann, jetzt habe ich das Gefühl wieder mal gehabt. So, jetzt bestimmt. Und ja, tatsächlich. Okay, jetzt war es gerade nur für das One-Up, aber da wird noch was kommen. Ich meine, da ist hier eine Münze. So, und wenn ich hier einmal rauskomme irgendwann, dann kriegen wir es so sicher aus, wie wir da hinkommen. Nicht so, aber ich habe schon gesehen, wie. Ich habe schon gesehen. Wir müssen einmal hier runter, richtig? Genau. Oh, ist das fies. Ja gut, dann scheiße ich jetzt auf die Feuerblume, weil... Was hätte ich jetzt machen sollen? Ich konnte dem Cooper nicht ausweichen. Jetzt kann ich hier nur weitermachen und still hoffen, dass die letzte Münze nicht mit Feuerblumen verbunden ist. Oder ich krieg hier noch eine. Ich krieg tatsächlich eine. Oh, was für ein Soundeffekt. Jetzt muss ich hier mal schauen. Und wenn ich oben lang gehe?
der geht nach links. Wieso geht der nach links? Also gut, weil er anders gefärbt ist, aber von der Logik her, warum geht der nach links? Das ist auch nichts. Hier. Ich muss bestimmt dahin, ja? Oder? Ja! Ich habe alle 8 sofort bekommen. Ist das schön. Oh, ist das ein schönes Gefühl. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das Level war auch viel besser als diese anderen aus der vorherigen Welt. Es war fairer versteckt irgendwie. Das Level an sich war jetzt auch nicht so schwer. So auf jeden Fall im Bereich des Machbaren. War eigentlich alles gut. Also es funktioniert, wenn man will. Wenn man will, dann geht's. So, mal sehen, wie sich das Level hier anstellt. Das Crash Bandicoot Mucke. Auch das hat leider Gottes ein Secret. So, ich muss irgendwie auf diesen Hügel da oben hin. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Komm her. Zack. Ah, okay, das ist ein Feature. Würde ich es dann da hochschaffen irgendwie? Ja, okay, das geht. Damit haben wir eine. Okay, Essen ist ja auch zu schön. Okay, nicht weiter schlimm. Ich krieg trotzdem, was ich will. So, hier werden jetzt immer besonders viele Stellen durchsucht. Und da ist auch tatsächlich was wieder da oben, also. Oder ist das der offizielle Weg? Ja, ist ja gut. Boah. Okay, da ist eine, wunderbar. Hier geht es irgendwie weiter. Das Spiel sagt, es soll hier runter, aber ich bin da irgendwie nicht so für. Machen wir uns den wieder, dann gehen wir nach links. Boah, selbst Cooper Schatz machen hier nichts. Okay, dann gucken wir mal. Hübscher Hintergrund übrigens. Ne, können wir nicht nehmen, ne? Nur drücken. Okay, nochmal. Ah, seht ihr, da war einer. Oh, das war's. Okay. Cool. Boah, ey, die schießen schnell. Den Yoshi muss ich auf jeden Fall behalten. Tschüss. War ich da oben schon? Nee, auf jeden Fall nicht. Bin ich denn jetzt hier? Okay, warte, nicht so weit vielleicht. Ich will auch wissen, was da unten ist und ich will auch Yoshi behalten. Das heißt, wir nehmen jetzt mal das. Dafür muss ich einen Treffer in Kauf nehmen, leider. Und dann gucken wir mal, da ist noch eine. Boah, da muss ich ja mit dem richtigen Timing springen. Scheiße. Na, es geht eigentlich, wenn nicht danach das hier passieren würde. Jetzt dürfen wir es nochmal machen. Super. Okay, und dann sind wir da, wo wir sind. Da war nichts oben, oder? Gut. Da muss man doch hin können, oder? Ich meine, die Münzspur sagt so, ey, geh mal hoch oder so. Scheint wirklich nicht, okay. Oder doch. Ich darf die, glaube ich, nicht entfernen. Habe ich die genommen? Ich habe die genommen. Nochmal. Diesmal muss sie da bleiben. Das weiß man ja nie vorher. So wisst ihr, meistens wird man bestraft. Für solche Sachen. So. So. Wenn wir jetzt von der... Aha. Wir müssen runter. Von der No-Safe-State-Theorie ausgehen. Aber okay, das war jetzt in dem Fall nur für ein One-Up. Gut.
nicht weiter tragisch. Aber es wird einem ja auch vorher nicht gesagt. Man denkt dann halt, ey, jetzt habe ich eine Münze verpasst. Oder ich denke das dann. Ach, da sterbe ich. Okay, ich dachte, da geht's weiter. Okay, nochmal das Ganze. Ich dachte, hier geht's irgendwie durch oder so. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen gewundert. Okay, nach vier Versuchen hat es auch mal geklappt. So, ich finde, ich habe eigentlich schon ganz gut Sachen gefunden und gesammelt. Ich hoffe, es werden noch zwei weitere. Was passiert, wenn ich da oben hänge? Also da muss man ja rein können. Sonst gibt es ja keine andere Methode. Das ist jetzt wahrscheinlich der Weg, den ich jetzt nur gehen darf, weil ich Yoshi habe. Also ja, auf jeden Fall ist das, weil soll ich hier sonst durchkommen? Ah, okay, gut. Gut, gut. Es müssen ja nicht alle immer komplex versteckt sein. Manche können ja auch mal so, wisst ihr, so Belohnung für, dass ich Yoshi habe oder so. Und gut ist. So, jetzt haben wir einen Checkpoint. Eine muss ich noch suchen. Ich glaube, meine Chancen stehen gut, dass sie noch nicht verpasst worden ist. Boah, was für ein Chaos. Aber Yoshi will ich auf jeden Fall behalten. Um jeden Preis. Weil die Chancen natürlich gut stehen, dass ich ihn brauche fürs. Für die letzte. Ah, oh, da ist sie. Und tatsächlich, dafür brauche ich Yoshi. Bewahrheitet. Okay, ich fange ihn immer, solange ich ihn gut auffange. Haha. Okay. Puh. Auch das Level voll in Ordnung. Kein Problem. So, jetzt kriege ich noch eine Belohnung für Yoshi. So. Wie ich mir schon dachte, kann ich ihn nicht behalten. Noch ein Level. Aber voll in Ordnung. Das war zwar ein Level mit Secret Exits, aber machbar. Sage ich jetzt wahrscheinlich, weil erstmal der Faktor, ich benutze Safe States. Ja, macht vieles erträglich auf jeden Fall. Aber wenn man das betrachtet, ich benutze Safe States und ich finde in diesem Fall die Dinger und die sind nicht zu asozial versteckt, dann ist das voll okay. Also, es geht, es funktioniert hier. Aber es gibt manche Levels, die sind echt No-Go. Jetzt die letzten drei aus der letzten Welt hintereinander. Katastrophe.